Da sind wir wieder im Gaming Room von SmackBoom bei Monday Night Rock und bei God of War. Wir haben ja letzte Woche mit dem schönen Spielchen angefangen und sind durchs Tutorial zumindest gekommen. Ich weiß noch nicht, was mich so erwartet. Ich muss auf jeden Fall einen Berg erklimmen. Das ist die jetzige Mission. Und zuletzt habe ich auf jeden Fall eine Brücke hier runtergelassen. Nämlich hier mit diesem schönen Türchen da unten. Jetzt muss ich einmal nochmal gucken. So, das war die Axt schlagen. Das ist ein Kurzschlag. So werfe ich die Axt, ne? Ja, okay. So hole ich sie wieder zurück. Springen konnte ich nicht. Und ihn kann ich mit der Vierecktaste dazu befehligen, den kleinen Atrio auf Gegner zu schießen oder irgendwo hinzuschießen, wo ich hingucke. So, das kann ich auch zerstören, ne? Aber irgendwie bringt mir das nichts, habe ich das Gefühl. Doch ein bisschen Hacksilber hat es gebracht, alles klar. Vielleicht sollte ich öfter die Sachen zerstören. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Tote, so wie es aussieht. Und ein Türchen, was wir öffnen müssen. Ich hatte so die Befürchtung, dass ich jetzt gleich sofort in den Kampf geworfen werde. Und, ja, tote Menschen wahrscheinlich. Ja, ja, das sieht jetzt schon nach Kampf aus. Oh, es sind tatsächlich auch Menschen. Look. Someone start the fires. Sigmund, your knives. So many days without meat. Oh, die wollen uns fressen. Behind me. What if they change like the others? We'll have to keep them alive. Strip off their meat. Okay, ich denke, ich muss sofort hier loskämpfen. Wait for an opening. I can almost taste them. Ach, fuck. Ja, fuck. Ich wollte eigentlich die Axt in den Lümmel da reinschmeißen. Mal jetzt mit dem. Gibt's hier noch mehr? Da ist noch einer. Ich will mal... Wie macht man die Axt nochmal weg? Ich will den umhauen hier. Ich wollte den so betäuben und dann... Ja, das geht mit Menschen bestimmt gar nicht, weil die viel zu schwach sind. Was? Oh, da kommen noch solche Lümmel jetzt. Die decke ich nochmal so, ne? Und wie kann ich nochmal in dem Kampf... ausweichen. Okay, so, alles klar. Wo? Wo ist noch so ein Lümmel da hinten? Alles klar. Okay. Gibt's noch mehr? Oh, der ist dahinter. So, das lasse ich mir nicht gefallen. Hey, wo kommst du denn her auf einmal? Kann ich den zerreißen? Das gibt's ja wohl nicht. Lass meinen Jungen in Ruhe. Na gut, hat er schon selbst einen gekillt. Oh oh. Schnell hin. Wie renne ich nochmal? Reindrücken, alles klar. Okay, dem Boy geht's gut. Aber nur körperlich. Close your heart to it. Come then. We have a long journey. Ja, nicht mit Kratos. Okay, das heißt, ich werde mal nochmal eingreifen müssen hier. Das sind solche, die ich, glaube ich, mit der Axt nicht kaputt machen kann. Naja, das sind diese Eisleute. Verdammt, ich muss mir das mit dem Blocken wieder mehr merken. So, den zerreißen wir jetzt erstmal. Da platzt die Schädeldecke weg. Hier ist doch noch irgendwo einer, oder? Junge, kannst du nicht auf den schießen? Macht er nicht. Achso, ich hätte nur das machen müssen. Egal. Jetzt habe ich wieder diesen Power-Modus angemacht. So, gibt's noch mehr? Ich habe das Gefühl, hier wären noch welche, weil die Musik noch so kritisch ist. Okay, wenn man hier stirbt in dieser Welt, ist es scheinbar so, dass die danach zu Game of Thrones mäßigen Ice Walkern werden. So, kann ich mit dem Jungen jetzt hier reden, oder?
That's Jane. Bitte, ja. Junge. Komm mal her, du Lümmel. Here. Go drop the chain. Okay. Mach's schon, Kleiner. Ja, der scheint nicht gut drauf zu sein jetzt, nachdem er einen Menschen getötet hat. Zeit kann ich hier ein bisschen Energie sammeln. Gibt's hier noch mehr Energie? Nee, ne? Habe ich alles schon liegen lassen. Wo ist er denn? Atreus. The chain. The chain. Right. Oh, oh, der ist aber wirklich richtig angeschlagen jetzt. You are in your head, boy. Let it go. He would have killed you. I know, I had to do it. I do know that, I just... And we will go home, boy. What? To give up this easily. So close to the start. Wait, no. I'm not giving up. I can do this. Ja, das will er auch nicht. I just have to, you know, catch my breath. Come on up. I'm ready. Ja, dann schmeiß runter. Okay, hier können wir nochmal Klamotten. Achso, meine Axt, wo ist die eigentlich die ganze Zeit? Ich habe die ganze Zeit schon nicht mehr die Axt in der Hand. Gibt's hier noch irgendwas, was ich mir anschauen könnte? Kann man sich eigentlich ducken? Nee, ne? Nee, okay. Kann ich nochmal mit ihm reden? Auch nicht. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Was ist das denn für ein Geräusch? Gibt's hier Wookies? Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You okay. Must be a warrior. I understand. Sagt er zumindest. Und bevor... Oh, was ist das denn für einer? Odins Auftrag, okay. Drück mir mal kurz drauf, was bedeutet das? Raben töten, alles klar. Okay, dafür gibt's wohl Extras. Ey, bevor ich da runter gehe, dahin gehe, will ich erstmal einmal kurz hier unten... Ah, erstmal gucken wir uns den Sarg an. Mal gucken, was es hier so für Leckereien gibt. Wieder ordentlich Hacksilber, oder was haben wir da? Weichers Wartheimstahl. So, und dann gucken wir einmal noch hier unten. Hier gibt es ja bestimmt auch noch irgendein Goodie. Oder? Hier sind auch noch tote Menschen. Verdammt! Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich hätte oben lang gehen sollen oder hier unten richtig ist. Wirklich unsicher, wo ich besser hätte lang gehen sollen. Gesichter der Magie. Okay, kann ich den kann ich nicht zu Klump hauen. Hier kann ich ja, hier falle ich da bestimmt runter, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwas mache, ne? Wir müssen bestimmt, da hier unten waren wir schon, da haben wir schon alles zu Klump gehauen. Klar, wir müssen da oben lang, so wie es aussieht. Und da oben sieht es mir auch so aus, als ob da irgendwie mit einer Brücke verbinde ich ja einen Troll. Wer weiß, was da so los ist. So, muss ich einmal hier... Was ist mit den Äumeln hier? Kann man mit denen irgendwas machen? Na, es bleibt nur stecken. Mehr kann man damit nicht machen. Alles klar, okay, dann gehen wir jetzt hier lang. Bin skeptisch gerade. Ah, okay. Oh, da hat aber einer ein bisschen Probleme. Oh, was ist das für ein Vieh? Das sieht ja voll süß aus. Hör auf, den zu schlagen! Ist ja so ein blauer Riese oder ein Eiszwerg. Because she's scared of something in the trees over there. There's what now?
Können wir gar nichts machen. Throw your axe at those trees on the other side of the bridge. The ones with the white fronts. Ones with the white front. Das hier, oder? Okay, da ist was. Da ist was. You must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ja, ein smart boy. Does she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever ask hers. What's yours? Brock. Better look at. You're not gonna believe me, but that axe you got, it was me what made her. Me and my brother was one of our best. So don't let nobody else go work on her except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you. Ja, mach mal, auf jeden Fall. Enhancements sind immer super. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No, digger beat ya. Das scheint wohl zu stimmen. That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Look, you want I should upgrade her or not? Very well. I expect an improvement. Es ist witzig, dass da unten stand, dann verbessere sie eben und er sagt, I'm expecting improvement. So, where's the other half of the brand? Oh, my dumb brother's got it. But I got all the talent. Look! Alright, what'd you break? So, willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Okay, dann drücken wir mal das Verbesserungsmenü. Brock hat Ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können Sie Ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Drücken Sie X, um die Leviathan-Axt auszuwählen. Das machen wir natürlich. Kratos Ausrüstung verfügt über Kraft und Werte. Bei Verbesserung der Axt wird sie hochgestuft und ihre Stärke erhöht. Dies hat auch Auswirkungen auf Kratos Kraft und Werte insgesamt. Drücken Sie L3 für die Wertebeschreibung. Okay. Der Schaden eines Runenangriffs kann durch die Verbesserung Runenkraft erhöht werden. Ja, okay. Die Verbesserung, Klingzeit reduziert werden. Okay, ja gut. Jeder Wert bietet im Spiel andere Vorteile. Drücken Sie L3 erneut, um die Beschreibung auszublenden. Okay, Kraft und Werte eines verbesserten Gegenstands werden auf der Gegenstandskarte und bei Kratos Werten angezeigt. Mein Gott, ey, wie viel erzählen die denn da jetzt hier? Das Verbessern einer Waffe erhöht diese Werte dauerhaft. Andere Gegenstände müssen ausgerüstet werden, um Kratos Werte zu beeinflussen. Zur Verbesserung eines Gegenstands erforderliche Ressourcen werden unten auf der Gegenstandskarte angezeigt. Okay, ja komm hier, mach verbessern. Hau rein. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü zu bekommen. Okay. Okay, mit einer weiteren Frostflamme kann ich verbessern. Verbessern Sie Ihre Waffen, um neue Fähigkeiten zum Kauf freizuschalten. Im Pausemenü unter Fähigkeiten können Sie sie erwerben. Sehr schön, okay. Verbessere mal den Jungen mit einer Babyklappe, ja. Das versuche ich ja, deshalb gehe ich ja den Berg rauf. Neue Ausrüstung herstellen, okay. Nee, ey, ich will nicht für den Jungen, für mich Brustrüstung. Ja, genug für beides hier, ne? Da gibt es 7 Abwehr. 1 Abwehr. Mehr Stärke, 1 Abwehr mehr. Boah, das ist halt plus 7 Abwehr, ne? Ist halt so, Herstellen, komm. Kann man beides jetzt herstellen? Verstärkte Rüstung aus gekochtem Leder. Nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke. Ja, machen wir ausrüsten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Wenn ich das andere nehmen würde, dann... Ja, was anderes an, okay.
Ja, wir lassen das jetzt einfach mal. Alles klar, was haben wir hier noch? Kann ich hier noch irgendwas machen? Also ich kann jetzt für den Jungen wahrscheinlich noch was machen. Ist ja auch... Nee, kann ich nicht. Papa hat sich was gegönnt. Kleiner, du kommst auch so klar. Klauenbogen. Vielleicht kann man da noch irgendwas für ihn machen. Ja, wir könnten ihm einen besseren Bogen machen. Oder... Für mich eine die Brustrüstung verbessert. Ey, wir verbessern mal seinen Bogen. Alles klar. Das haben wir auch gemacht. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir haben jetzt keine Ressourcen mehr, ne? Ja, es war klar. Wir können jetzt nichts weiter machen. Was gibt's hier noch? Er kann deine alten Sachen tragen. Ja, kann er reinwachsen. Das geht schon noch. Okay, alles klar. Das war's, glaube ich, hier im Laden. Alten Karte anzuzeigen, das will ich nochmal sehen. Ja, diese Karte finde ich irgendwie noch so ein bisschen für mich unübersichtlich. Okay, da ist der Laden. Das heißt, ich bin jetzt da, aber so generell kann ich nicht sagen, wo ich gerade bin, so richtig. So, wir können aber jetzt mal hier oben noch gucken nach Fähigkeiten. Da darf ich ja jetzt auch endlich Sachen machen. Okay, wir haben... Sachen zum Auswählen. So, im Fernkampf können wir verkürzen. Muss ich erst das hier wählen? Nö, ne? Da kann ich nichts mitmachen. Verkürzte Aufladedauer erfordert Abklingzeit. Was haben wir hier noch? Schaltet nach 2 Präzisionswürfen in Folge einen Axtwurf-Abschlussangriff frei. Was haben wir denn hier für den Nahkampf? Halten Sie R2 gedrückt, um einen gnadenlosen Spaltangriff auszuführen. Das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Das ist so teuer hier. Halten Sie R1 gedrückt, um einen Axtangriff auszuführen, der Gegner mehrmals trifft und sie bewegungsunfähig macht. Ein schwerer Angriff als Abschluss nach einer Kombo aus leichten... Ah, guck mal, dann smasht er die so ganz weg. Führen Sie Angriffe schnell nacheinander aus, ohne Schaden zu nehmen und um Leviathan-Axt aufzuladen. Bei jedem Treffer wird Frostschaden verursacht. Oh, das finde ich gut. Das hört sich schon mal ganz gut an, das ist mein Favorit gerade. Drücken Sie beim Sprinten R1, um einen Sprungangriff auszuführen. Halten Sie beim Ausweichen L nach vorne und drücken Sie R1 für einen schnellen Axtangriff. Ich entscheide mich für das hier. Okay. Schildkampf, ja gut. Jetzt habe ich eh nicht mehr genug XP-Punkte oder EP-Punkte. Sind es hier was für mir noch? Rüstung, da waren wir ja gerade auch dran. Wildschweinhaut, ja, der ist natürlich besser. Also lassen wir es auch dabei. Zeigt ihr mir denn noch bei Fähigkeiten? Achso, für den Bogen haben wir auch noch Sachen hier. Kann ich doch gar nicht auswählen. Bogen kann ich noch nicht auswählen, okay. Go on, give that axe a twirl. As long as you don't break nothing. Okay, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen, aber ich kann... Mann, fuck. Ja, ist ja gut. Oh, ich muss besser ins Kampfsystem reinkommen, wirklich. Ja, ich wusste, dass ich den anderen damit zerfetze. Mega gut. Ah, ich muss mehr auf das Blocken achten. It leads to the mountain. Should put you in the right direction, sure. Want to see my wares again? Mehr Waren von ihm müssen wir jetzt nicht sehen, glaube ich. Hier kann ich nicht weiter rein. Ich würde das Vieh gerne streicheln. Das geht nicht. Okay. Wir können uns ja mal kurz nochmal so an der Umgebung ergötzen. Ja, schick. Sieht super aus auf jeden Fall. Sehr schön. Alles klar, okay. Was machen wir jetzt? Hier kommen wir nicht lang. Es sei denn, wir hauen das hier kaputt. Dann geht's da runter. Oh. Okay, da geht's nur bergab. Aber da können wir runter und uns so eine Kiste holen. Aber in den anderen Raum, da will ich auch noch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo ich lang muss. Ob ich hier wirklich lang muss. Oder ob ich da vorne durch muss. Oh, da ist noch so ein Rabe. Ja, ein Rabe geht durchs Feld spazieren. Da fällt der Weizen um. Ist das der Hauptweg hier? Sieht danach aus, ne? Oder? Ist der Hauptweg. Ich hole mir mal eben noch die Sachen raus.
will mir nämlich noch die Tür, die da vorne noch war, anschauen. Ich habe nämlich nicht drauf geachtet, was der Zwerg natürlich jetzt zu mir gesagt hat. Wie war das denn hier nochmal? Kann ich hier nicht noch so, wenn ich... Oh, okay. Wie kommt man da rüber? Da durchs Tor durch. Und dann kommt man da hoch und dann kann man ja so... Das sieht mir alles so aus, als ob das so richtig Weg hier noch wäre. Ich glaube, ich gehe nochmal nach oben und gucke mir einmal noch diese Tür da an. Vielleicht ist da einfach nur so ein Bonus-Goodie hinter. Wo war die denn? Hä? Jetzt komme ich da nicht mehr rauf? Doch, komme ich noch. Okay, weil hier können wir ja noch sowas hochziehen. It was nice meeting you, Brock. I'll be thinking of a name for your beast. How about a name for fucking gratitude? Fucking gratitude, come over here. I like it. Aber wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich da nicht mehr raus, ne? Der Weg zum Berg, ja, oh, nee, dann lass uns doch erstmal nochmal unten lang gehen. So, jetzt ist der kurze eingesperrt. Es wäre witzig gewesen, wenn er da nicht mehr rausgekommen wäre. Ne, dann gehen wir erstmal nochmal hier unten lang und gucken mal, ob es da noch coole Goodies für uns gibt. Denn das scheint mir hier nicht der Weg zum Berg zu sein, sondern ein anderer. Okay. So, muss ich den Kleiner jetzt durchdrücken? Wahrscheinlich, ne? Ach ne, ich gehe da selbst auch noch durch. Das hier sieht natürlich nach Kampffeld aus. War ich hier schon? Ach, ich bin so blöd. Hier war ich doch schon. Ich habe das jetzt nur aufgemacht hier nochmal. Das heißt, die Kiste da oben kannte ich auch schon. Ja, super. Alles klar. Okay. Hab's geschnallt. Hier war diese eine Rune noch dann da oben drin, die ich von dort aus fertig gemacht habe. Okay. Aber die Kiste da habe ich noch gar nicht gesammelt. Okay. Nee, dann hole ich mir die doch noch. Aus dem Weg da, Kleiner. So. Hier rauf, ne? Da rauf. Zack. Oh, Kisten öffnen, Kratos-Style. So, dann nochmal wieder nach oben hier. Ein kleiner Umweg. Wir haben immerhin noch eine Kiste gefunden. Gehe ich nicht. So, jetzt geht er. Dann machen wir das hier nochmal. Okay. Hier kann man es von der Seite nochmal aufziehen, also wäre ich auch rausgekommen. Alles klar. Ich schätze mal, ich muss da drunter. Hier ist sonst nichts. Knackt das jetzt, wenn man darüber geht? Nee. Oh, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Mit Knacken. Oh, ey, das sieht aus wie so ein Indiana Jones Ding hier. I think we can go through here. Ja. Können wir machen. Können es aber auch lassen, ne? Wie machen wir es denn? Da oben hin. Kannst du da rauf, Boy? Nee. Wie kommen wir denn da hin? Let's through here. Oh. Ja, ja, let's through here, aber ich kann ja nicht einfach... Ja, wenn ich da reinrenne, wo ist der Junge hier? Kriegst du mit der Axt, Kleiner. Ach, da, okay. Lümmel. Ja, komme ich natürlich nicht durch. Muss ich das jetzt weitermachen? So doof, ne? Warum? Ich gehe auch erstmal noch an die Stacheln rein. Unfassbar. Oh, was haben wir hier? Ja, das ist eine Kiste. Geh mal da rein, hol die Sachen raus. Ah, jetzt kriege ich das wieder zurückgezogen? Nee, aber ich kriege es noch weiter reingeschoben. Sehr gut. So, wieder schön weichen Stahl hier geholt. Okay.
Was genau müssen wir hier machen? Ah, okay. Wir müssen es hochballern. Wait there. Bin ich tot? Ich wurde von irgendwas erwischt. Ich hab's nicht mehr gemerkt. Ich hab's nicht mehr gemerkt. What have I done? Ist die Decke runtergekommen oder was? Ah, okay, ich muss mit Fäusten kämpfen. Alles klar. Wait there. Fäusten kämpfen und ordentlich zerreißen. So, reißen kaputt den Lümmel. Gibt's noch mehr? Ja. So, ich wünschte, er wird hier noch mehr andere Special Moves machen. So, und sofort Energie zurück. Da ist ja noch einer da hinten. Oh, das ist ein dicker Golem. Der hat auch gar keinen Bock, mich sofort anzugreifen, so wie es aussieht. So, den reißt richtig kaputt jetzt hier. Was hast du, Lümmel? Der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Wurde aufgepiekst. Gibt's hier noch mehr? Nee. Kiste gibt's hier. Okay, die Frage ist... Alter Falter, ey, das ist aber... hart. Definitiv. So. Okay. Boah, okay, jetzt so. Alles klar, okay. Komm her, kleiner Mann. Jetzt kannst du rüberkommen. Schätze ich. Ah, das kann doch sowas nicht alleine. Was muss ich jetzt machen? Irgendwie muss ich doch da oben hinkommen, oder? Hier gibt es auch noch so Runen scheinbar, die ich auch noch nicht gesehen habe. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber hier komme ich nicht hoch. Ja, du sollst ja nicht drauf schießen, du sollst hier hinkommen und hochklettern. Ha. Ah. Ha. Kann ich das zurück... Ne, hier werde ich auch noch abgestochen. Jetzt bin ich mir gerade etwas unsicher, wie ich hier weiter vorgehen soll. Jemand eine Idee? Kommen wir auch nicht einfach so. Komm mal her, Kleiner. Kann ich dich hier nicht hochwerfen? Ja, das habe ich... Oh, das war so dumm. Erstmal zurück. Komm hier rauf? Rauf kommen wir doch so auch nicht, oder? Hätte ich das noch höher pölen müssen? Das geht ja nicht noch höher. Ah. Kleiner Mann, gibt's hier irgendwas zum Klettern? Wo ist er überhaupt? Wo ist mein Sohn? Da. Irgendwie müssen wir da raufkommen. Da oben sehe ich doch schon, hier sind auch so Runen-Goodies. Bis dahin komme ich aber nicht. Ja, bis dahin komme ich nicht. Gewichte oder sowas? Damit kann ich auch nichts machen, ne? Ne.
Damit geht auch nichts. Okay, das ist das. Das ist schon ziemlich hoch. Geht's nicht weiter? Ich sehe gerade echt null, wo ich hier dran. Ich kann hier nirgendwo dran rumklettern. Ja, zumindest macht er das nicht. Wenn ich hier vorstehe, muss ich das hier vielleicht jetzt vernichten? Ne, das geht auch nicht. Hier irgendein Platz, in dem ich so zwischen stehen bleiben kann, ohne dass mir was passiert? Den sehe ich auch nicht. Also ich sehe nirgends so eine Lücke, in der ich einfach so stehen bleiben könnte, damit man dann da drauf klettern kann. Ach, Mann, ey, diese blöden Türen. Hier lang natürlich. Now, boy. Schnell. Kleiner, das schaffst du. Haben noch ein bisschen ein paar Sachen geklaut. Wir müssen wahrscheinlich nach dort oben, aber ich gehe jetzt noch einmal hier lang. Ich will mir das hier noch einmal das Spektakel von oben anschauen, vor allem mit diesen ganzen Runenwegen. Trust, I will not let us die. Okay. So. Einmal. Da ist eine Rune zumindest schon mal. Eine ist da hinten, das sehe ich schon. Und eine ist, eine war hier bestimmt, ne? Da, okay. Komme ich ja nur wieder ganz nach unten, da will ich auch nicht hin. Das ist doch der Weg, den ich gekommen bin, ne? Ja, das ist das Tor, was ich aufgemacht habe, da wollen wir nicht hin. Gucken wir mal, wie wir noch hier rüberkommen. Wahrscheinlich. Kannst mal ausprobieren. So. War offen den Sarg hier. Den ollen Lümmel. Okay. So. Das heißt, wir haben 3 von diesen Äpfeln jetzt. Das heißt auch, dass ich doch jetzt. Ne, das ist keiner von diesen Äpfeln. Blutmit ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet insgesamt 9 Hörner mit magisch verschlossenen Truhen. Toll. Ich dachte jetzt, ich hätte diesen 3. Apfel, damit meine Gesundheit noch stärker wird. Super. This way. Stattdessen habe ich nur Met gekriegt. Boah, sieht schon schick aus. Wow. Never been this close to the mountain before. Looks so big. I wish Mom was here to see it. Oh boy. Ja, von dort sind wir gekommen. Mal gucken. Ach, da gibt's noch was. Da liegt noch was rum. Was Spannendes. Was zum Spielen. Aber keine Schokolade. Können wir mit denen irgendwas machen? Stecken lassen. Hey, look at that. What is it? Boy. Sind diese von unendlichen Geschichte. Wenn du nicht mit reinen Herzen durch das Tor gehst, dann wirst du sofort abgeballert. Ich hätte mal Bock, wieder unendliche Geschichte zu gucken. Ewig nicht mehr gesehen. Bevor ich mit dem kleinen Laber gehe, ich hier nochmal gucken.
You want me to read these runes? Ja, gleich. Erstmal will ich hier oben gucken. Kann ich jetzt echt nicht. Geht nicht. Ich kann nichts auswählen, weil ich erstmal den Jungen lesen lassen muss. Da liest doch kleiner. As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Hm. Maybe there's a clue around here. Ich hab da oben einen gefunden. So. The rings are turning. Come back down. Ja. Muss es ja in irgendeiner bestimmten Form stehen lassen, wenn alle drei zu sehen sind, ne? Oder was war das Rätsel? Was hast du da gesagt? Kannst du hier nochmal lesen? Fuck, ey. Ich hab natürlich wieder nicht aufgepasst. Oh, but you could freeze those gears if you want. Ja, hab ich vor. Wenn ich mich besser anstelle. Ah. Irgendwas stimmt hier aber noch nicht so richtig. Still doesn't look like anything. Nee. Ah, okay, ich muss es zeitlich abpassen. Okay. Ja, okay. Wir müssen... Oh Gott. Ja, ist ja gut, Mann. Ach, dann bin ich auch noch so schlecht, ey. So, ja. Welches von den äußeren muss denn da dran? Das muss da dran, okay. Das muss ich dann wo freezen? Oder in welchen freezen? Am besten in dem Spot muss es gefreezt werden. Okay, dann laufen die beiden zusammen. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch den Mittelteil irgendwie anpassen. So rum? Ja, so rum wär's. Das ist so rum. Bin ich sicher. Das ist nicht? Okay, dann wäre es andersrum gewesen. Natürlich! Genau, das war Sphinx in der unendlichen Geschichte. Okay, das sieht doch gut aus. Ja, ich auch. Dann lies mal. What do those runes say? Ihr sterbt. It says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinslow. Okay. Something happened. Melon. Deiner? Ich dachte, es fällt nach vorne. Und du musst so Marius Party-Style-mäßig ausweichen und in so eine Lücke rein. Aber es ist zum Glück nicht so passiert. So, der Kleine geht rechts lang, das heißt, ich gehe mal hier links gucken. It is behind us now. Hey, hier ist so ein Runen-Moped. Zeigt nach oben. Oder was soll das heißen? Irgendwas heißt das doch. Zeigt dahin. Deiner, komm mal her, lies mal die Rune vor.
Na, du sollst nicht mit deinem Pfeil schießen. Ha. Hängt auch ein Seil. Hm. Hier sind noch mehr von den Dingern. Ist alles voll damit. Okay. Der rennt aber auch immer ganz schön vor, ne? Jetzt ist er schon wieder nirgendwo zu sehen hier. Da will er hin. Jetzt frage ich mich, kann man hier rauf? Ne, kann man nicht. Kann man nicht. Boy, these tracks. A boar maybe? Not sure, but I'll find it. No. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Okay, der Kleine soll jagen gehen. Gucken wir noch mal hinterher. Okay. Oh. Jetzt habe ich hier meinen super Modus eingestellt. Da wird Kratos richtig wütend. Jetzt reißen auseinander. Komm hier. Machen kaputt den Nübbel. Ah, das ist schon geil inszeniert. Zack. Okay. Boah. So, hier war aber noch irgendeiner, der hier böses Zeug macht. Hier noch einer? Ja. Nice shot. Not ready. Ich bin aber ready. Okay, cool. Das hat Spaß gemacht. Boah, das war geil inszeniert, das Vieh. Dieser riesige Troll. Jetzt haben wir hier mehrere Abzweigungen. Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir jetzt hier lang müssen. Was haben wir denn hier alles? Die alle im Menü anzeigen. Zeig mal her. Schwerer Runenangriff. Okay, was habe ich jetzt scheinbar hier drin? Okay, kann ich noch irgendwelche Fähigkeiten jetzt wieder dazu packen? Bei dem Kleinen vielleicht? Ja, dass er auch mal ein bisschen was machen kann. So, erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden, erhöht die Feuerrate des Klauenbons. Machen wir erstmal. Machen wir Feuerschaden. Pfeilrate. Feuerrate, so. Dann, kann er mal ein paar mehr wegballern? So, jetzt ist das Schlimme, wir sind von dort, sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Ja. Sieht's denn hier kartenmäßig aus? Aha, wir müssen dorthin. Die Reise, aber... Diese Karte... Ich kann rauszoomen, aber die zeigt mir doch nichts an. Ich kann doch dadurch nicht den Weg sehen. Was ist denn für eine Karte? So. Und hier ist alles so viel, jetzt will ich natürlich nach allem Schmoddeck gucken hier. Da geht's lang. Hier geht's lang. Da hinten geht's lang. So, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Da ist scheinbar nur eine Höhle. Eine kleine. Oder auch nicht so klein. Da geht's ja auch weiter. Das ist ein richtiger. Boy, I hear your animal ahead. Ja, da gehen wir aber jetzt da noch nicht hin. Da ist das Vieh. Da wollen wir noch nicht gucken. Guck jetzt erstmal noch hier hinten. Brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist das hier. What does it say?
Nornir. The Fates. No good comes from them. Zwei haben wir, wo ist das dritte Ding? Ach, die muss ich schneller hintereinander machen. Also eins, zwei, wo ist das dritte? Sieht irgendjemand das dritte? Ist hier irgendwo um die Ecke vielleicht? Auch nicht. Hoi, komm mal her. Kletter mal raus und gib mir die Kette. Vielleicht müssen wir da oben hin für das dritte Moped. Komm, schmeiß runter. Ja, den Lappen. Was haben wir denn da? Hier für einen dicken Stein. Guck dir den mal an. Over here. Huh. Interesting. I may want to write that down. Okay, und nun? Wissen hinzugefügt. Aha. Nimm hier unser Opfer an, mächtiger Allvater, und erlöse Midgard von Hels wilder Jagd. Odin, weisester von allen, dessen Atem Asgard und Embla den ersten unseres Volkes Leben einhauchte. Wir erbitten euren Schutz. Sendet eure stolzen Valkyren und erschlagt die Todeslosen. Sendet eure stolzen Söhne, Thor und Baldur, um uns zu schützen. Sendet Drachen, um die eisige Horde zu vernichten. Rettet unsere Seelen, auf dass wir euch ewig dienen mögen. Odin hat diese Nachricht wohl nicht bekommen, oder es war ihm egal. Aha. Aber das hilft mir noch nicht weiter, den dritten Leuchtebuchstaben hier zu finden. Der ist auf jeden Fall nicht hier oben. Oder? Hat ihn jemand gesehen? Wo warst du denn jetzt schon wieder? Wo ist der kurze? Ja. Ja, ich rempel den mal an. So. Dritter Leuchtebuchstabe. Wo bist du, Lümmel? Ich sehe ihn nicht. Sieht ihn irgendjemand von euch? Also ich sehe zwei Stück nur. Einmal den und einmal den anderen. Aber den dritten finde ich nicht. Der muss doch auch hier in der Umgebung sein. Ach, ich habe noch nicht so weit unten geguckt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Kann ich eh nicht lang. Das wurmt mich jetzt ein bisschen. Ich will das wissen. Muss ja so sein, dass man die alle recht easy erreichen kann, damit man es in der Zeit auch schafft. Komme ich hier irgendwo noch auf so eine Plattform drauf, damit ich da einen besseren Überblick habe? Da ist der! Okay. Alles klar. Das heißt, ein bisschen rennen. Ah, ich hab den nicht erwischt, den anderen. Hab ich's geschafft? Natürlich nicht. Verdammte Mistaxt, ey. So, warten wir nochmal ab. Ja, okay. Nochmal jetzt. Renn doch! Oh, es war wieder zu lahmarschig. Das habe ich geschafft. Wenn da nichts Gutes drin ist, ne? So, endlich. Drei Äpfel. So, ist meine Gesundheit jetzt einfach erhöht? Maximale Gesundheit erhöht. Mega cool. Richtig gut. Das freut mich. Jetzt kann ich mit einem stolzen, gesunden Kratos hier weiterleben. So. Dann war einmal dieser Weg.
Warte, was ist hier noch? Hier geht's auch nach oben. Geht's so, ey, hier gibt's so viele Wege. Ich weiß, es ist kein Open-World-Spiel. Es ist ja eher so ein bisschen Open-Schlauch mit fest abgesteckten Gebieten bis jetzt. Aber das ist einer der Gründe, warum ich Open-World eigentlich nicht so gern mag, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss in sämtliche Richtungen einmal gehen und gucken, was da überhaupt so los ist. Ich weiß, ja, das macht für viele natürlich den Reiz aus. Und hab dann immer das Gefühl, ich verpasse was, wenn man dann irgendeinen Weg nicht mehr gehen kann. So. Der Junge sollte jagen und sein Vieh ist hier vorne, haben wir gesagt. Dann gucken wir doch mal. Ich höre das Schweinchen. Don Eva. Kann ich hier noch einmal kurz? Ich kann nichts machen gerade. Shoot when you're ready. Remember, draw to your chest. Wild boar's hide is thick. But I hit it, didn't I? I did what you said. It looked like it bounced off. Could the boar be magical? Hmm. What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Mhm. Er hat mir Kratos so als Vater jetzt gefallen. Das war ganz cool. Stay alert. More of those people? Something else. Erstmal so ein Rabe hier. So, ich fürchte, ich muss hier kloppen. Noch nicht sofort. Auch nicht. Kann man hier irgendwas machen? Kann? Mal schon mal reingucken, okay. Das sind doch alles so blaue Zwergtypen auch, oder? Ah, okay, hier ist eine Kiste drin. Ah, sieht so aus, Kleiner. Das sieht ganz genauso aus. Ach, das kann man sogar von den Bäumen abschlagen. Das kann man auch kaputt moppen. Hier drin ist nichts. Hier was nötig. Kann man hier eigentlich raufgehen? Ja, kann man nicht. Das geht nicht. Ja, hier kann man auch rein. Bisschen Hacksilber bekommen. Oh, ey, der ist hier aber schön. Der hängt hier so rum. Ja. Kann der Kleine sich nicht eigentlich hier so ein paar Pfeile zusammensammeln? Hier sind ja genug. Ah, ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ja, da ist doch auch was. Gesichter der Magie. Ich dachte erst, das wäre so einer, den ich nicht umhauen könnte mit der Axt. Weil er so eisig aussah. Hat aber doch geklappt. Look, it squeezed under that pillar. Ja. Dann hebe ich das mal hoch, wa? Da ist das Schweinchen. Es haut auch nicht ab durch den Lärm jetzt, wenn hier sowas rumgeschmissen wird. Aber wenn wir stehen würden, dann würde es abhauen. So. Aber wie diesmal? Wo muss ich reinballern? Viel Spaß noch, Klecks. Schönen Arm noch. Yes! Do not lose it. Messerchen verloren. Nicht gut. Ich wird's doch bestimmt noch mal irgendwann zur Situation kommen, wo ich den Jungen... Ja, suche. Ist der Junge weg. Und es wird neblig. Oh oh. Wäre es vielleicht sinnvoll, eine Leuchteaxt zu nehmen, ne? Where are you? Ich
Da hoch? Nee. Da ist ein Weg. Kann ich ihn weiter rufen? Nee. Links. Atreus! He's going down. Rechts, okay. Ich höre es in den Kopfhörern so. Ich frage mich, wie man das Spiel macht, wenn man... Wait for me, boy. Links? Nee, hier links dann. Ohne Kopfhörer würde ich ja die Richtung nicht hören. Atreus! Okay. Habe ich mich jetzt voll verirrt? Links. Okay, das sieht mir doch nach dem Weg aus, den richtigen. Gerade ist kaum durch. We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Och, Mann. Hold, I said. He's losing blood. Das Schweinchen ist ein Freund. This kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. Target practice. I'm so sorry. Yeah. Keep that pressure on. The blame is mine. Should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Okay, ach so, ich muss das selbst auch machen. Side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. Plötzlich wird's hier zu einem Quantic Dream Spiel. You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. Okay. Dann tragen wir das Schweinchen mal rum. You must not die. Ja, okay. Good. He seems stable and calm for now. Great. This way. Was ist denn der? Warum kann denn Kratos nur so ganz träge gehen? Also das Schweinchen muss für ihn auch echt schwer sein. Ab auf den Grill damit, ja. Ein der Zukunft. Ach, der Zuflucht. Es sieht schon echt richtig schön aus. Ne? So richtig schön farbenprächtig. Kann kein Stück schneller gehen gerade. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy. I'm sorry for your loss. Erzähl der Hexe nicht, was wir vorhaben. Sie wird's gegen uns verwenden. Ich wette nämlich, dass ihr Gewicht ähnlich dem einer kalten Ente ist. We're here. You live in a tree? Not oh, da vorne gibt's wieder so Runen. Below it. Hemele! Look! It's alright. Alter, ist das die uralte Morla? Jetzt kriege ich noch mehr unendliche Geschichte-Feeling hier. Boah, das Vieh sieht ja herbe cool aus. Is he friendly? Boy. I promise you, he's safe. Ey, das sieht echt krass aus. Oh, guck mal da, wie Hundor. Erstmal ein bisschen, erst eine kleine Streicheleinheit abholen. Boy. Warte mal, ich will mal davor laufen. Kann ich gar nicht. Es läuft von selbst dran vorbei. Ich spiel gar nicht mehr. Ich drück die ganze Zeit nach vorne, ich spiel gar nicht mehr. Nein, es kommt nicht auf den Grill. Wir retten das Schweinchen. Wir retten es. Es wird nicht gegrillt. Oh nein. Das Schweinchen kotzt. Keep him still. You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Hold him still before he hurts himself. Jetzt muss ich das bestimmt wieder machen, ne? Dann muss ich wieder L2 und sowas drücken. Easy. Rest now.
I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? What else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's cress. Das muss tatsächlich ich selbst jetzt machen. Blumen mit weißer Blüte pflücken. Ich gucke erstmal, bevor ich das mache, gucke ich erstmal kurz noch hier, wenn hier noch irgendwas anderes sieht. Ja, okay. Ich darf wahrscheinlich jetzt eh nur in den Garten gehen, aber ich würde mich ein bisschen hier noch umschauen, weil es sah schon recht interessant aus und ich habe auch so ein paar Runen gesehen. Da gibt es schon mal die Blüten. Sind die das? Ach, das sind aufgespießte Fische. Das sind überhaupt keine Blumen. Okay, es war wohl falsch. Die Fische waren nicht richtig. Das Wasser fließt etwas komisch. So, die Fischchen brauchen wir nicht. Weiße Blüten. Die hier sind lila. Die sind nicht richtig. Das ist doch hier ihr Garten, oder? Sieht hier irgendjemand was Weißes? Ach, das ist hier, wo kommt er denn auf einmal her? Ey, ich hätte es als Kind auch geliebt. Stell dir vor, unter dem Turtle leben. Mega geil. Vor allem, wenn es ein Ninja Turtle wäre, der uns noch verteidigt. Lila. Wo ist denn hier weiß? Gibt's keine weißen Blumen. Ich hab mich doch vernatzt. Geht hier Garten auch auf die Seite? Willst du jetzt hoffen? Die Bäume sind. Den kann ich nichts tun. Da, hier, guck mal. Zack. Blümchen. Wie viel brauchte sie? Oh, ich kann die eh nicht mehr hochheben. Aber ich will hier nochmal kurz gucken. Die Schönheit hier genießen will. Oh, was haben wir hier? Warum ist hier so ein Strich drauf? Boy. Kommt nicht. Wenn ich ihn rufe, kommt er nicht. Was ist das für ein ungezogener Junge? Muss Papa mal wieder die. Den Gürtel rausholen noch. Was war? Ja. Ist hier Hexe? Ich dachte, hier kommt sofort eine Sequenz. Ist nicht der Fall. Wo ist sie denn? Da. Have you the red root as well? Ja, habe ich. The boy is searching. Perhaps he could use help. Please, the salve is nothing without both ingredients. Ey, jetzt schickst du mich wieder raus. Was soll ich holen? Die Richtung kann ich nicht, ne? Da wird er immer langsamer. Ich kann tatsächlich nicht in die Richtung. Ich muss in die Richtung. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgekriegt, was der Junge holen sollte. Red bla bla bla. Irgendwas Rotes. Rote Sachen haben wir doch tausende gesehen. Rotes Kreid. Okay. Rotes Kreid. Der Gegner von Samus Aran in Rot, oder wie? Rotwurzkraut. Okay. Schicken Rotwurz. Would this help? I dropped it? When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it, then... You did lose it. Stimmt. Er hat's verloren. I'll take better care of it from now on. So, sind wir jetzt fertig? Haben wir jetzt Rotwurzkraut? Der Hexe zurückkehren.
Das ist doch glatt. Gehen hier mal rein. Und retten das Schweinchen. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. Okay. Luina. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Ja, die haben halt auch im Wald Schönheitsideale. Aber ja, ist schon ein bisschen komisch. As much or as little as you like. Now get out of here. Ich hätte aber jetzt lieber oben noch ein bisschen rumgeguckt. Da gab's noch Sachen, da gab's Runen. Ey, jetzt ärgere ich mich, dass ich mir die mit dem Schwein nicht zusammen angeschaut habe. This underground passage should put you back on your path. Hier, sie haben den Hexenkompass erhalten. Der Kompass wird oben auf dem Bildschirm angezeigt und zeigt in Richtung ihres nächsten Ziels. Folgen Sie der Anzeige auf dem Kompass, um das Boot zu erreichen. Endlich, sowas habe ich ein bisschen vermisst. Sowas habe ich tatsächlich ein wenig vermisst, dass es sowas gibt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Spiel so wenig Sony-esque ist, wie das jetzt ist hier. Und das, was ist das? Was zur Hölle? Was waren das für Viecher? Didn't think they were actually real. Was bist du hier eigentlich? Yeah. They give people nightmares. Okay, but darauf ballern kann er auch nicht. I don't remember which. I wish I could ask her. Da unten. Sind die noch mehr? Da ist der einzige Lümmel. Oh, der einzige Lümmel. Okay. Was haben wir hier, bevor ich da rumgucke? Nö, nö. Yes. Papa hat Müsli gegessen, das geht schon. Wohin muss ich das denn bewegen? Ist hier irgendwas hinter? Ja. Wollte eigentlich das Fass hier kaputt machen? Okay, geht auch. Okay, kann ich das jetzt weiter gerade ausschieben? Oder wofür brauche ich das? Tatsächlich. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür ich es brauche. Ich nehme es einfach mal mit. Ist mir noch nicht so ganz bewusst, was ich jetzt damit erreichen kann und erledigen kann. Ich habe es einfach mal hier hingeschleppt. Ah, okay. Do not touch the water. Okay. No. It's pitch black. Then do not touch the water. Okay, das ist so dieses Harry Potter Wasser. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Kann ich. Ach so, okay, man muss ja einfach rüberspringen. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich irgendwie mich in eine Richtung bewegen kann mit dem Moped. Geht aber nicht, okay. Hey, wait for me. Ich gebe mir Mühe, aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich damit irgendwas tun könnte. Kann ich aber nicht. Nicht so einfach zumindest. Es kann ja nicht sein, dass das jetzt alles ist, was ich hier machen kann. Mit dem Ding, irgendwie muss man noch damit fahren können. Oder? Hey,
Ja, ich habe das Gefühl, ich muss noch irgendwas anderes erledigen, bevor dieses Ding hier sich so richtig entfalten kann. Das da kann ich zumindest schon mal nicht zerstören. Ich konnte jetzt nur darüber springen. Da ist halt auch noch eine Kiste. Irgendwie muss man noch zu diesen... Junge, kannst du mal... Hier, guck mal hier. Da, hier hin. Schieß mal da drauf. Ja, jetzt kann ich... Auch nicht. Es zeigt schon irgendwie an, dass man die Axt hier einsetzen kann, aber nicht so richtig. Das muss man irgendwie öffnen. Ja, darüber springen kann ich nicht, ne? Ja, dann macht er auch gar nicht erst. Macht da keine Anstalten zu, das zu machen. Ich würde sagen, wir gehen mal eben erstmal zurück. Gucken mal, was wir von oben da vielleicht noch erreichen können. Steuern mit der Kugel. Mit welcher Kugel? Mit der Kugel da vorne, meinst du? Aber wie kann ich das steuern? Inwiefern? Was wäre die Idee? Weil ich, also ich kann ja nur drauf werfen, scheinbar, aber... Es passiert nichts. Okay, schade. Ich dachte jetzt, du hättest irgendwie noch irgendeinen Tipp dabei, weil ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht, dass man das Ding hier irgendwie zum Steuern nutzen könnte. Was irgendwie... Das da, ja. Also, da muss ich ja erstmal hinkommen. Also bis dahin reicht die Axt nicht. Deshalb wollte ich eben erst nochmal nach oben gehen und von dort schauen, was man hier noch so machen könnte. Okay. Was haben wir denn noch hier oben? Guck mal, hier ist noch so eine Kugel. Ey, irgendwas kann man garantiert mit den Dingern machen. Erstmal mache ich da hinten die Kiste auf. Mach mal auf hier. Moppet. Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewährt einen Gesundheitsschub. Wie viele von diesen Talismännern und Co. kann ich eigentlich nehmen? Habe ich dadurch jetzt andere Talismänner verloren? Peter Gürtel, Wildschweinhaut. Ne, ich habe eh nichts anderes, so wie es aussieht. Von daher ist es egal. Man kann ja auch nehmen. Talismänner. Mehrere habe ich. Talismane. So, jetzt gucken wir eben nochmal erstmal hier oben. Also ich bin von dort gekommen. Ja, von hier bin ich insgesamt gekommen. Hier startete mein Weg hierhin. War hier unten noch irgendwas? Da ist noch eine Kiste. Warum habe ich die denn gerade nicht gesehen? Ja, unfassbar. Konzentriere mich hier nur auf die Hauptwege. So geht's nicht. Ach so, was ist schon wieder da unten? Von da bin ich gar nicht gekommen. Von wo bin ich denn gekommen? Bin ich von hier gekommen? Ja klar, von hier bin ich gekommen. Ha. Exe, sag mal, kannst du noch mal sagen, wie ich es weitermachen soll? Posey, he needs rest. Hier gibt's auch keine andere Tür mehr, ne? Jetzt seitdem wir unter der Schildkröte sind. He's been a good friend for a long time. I've never seen a boy like him. Sorry. Guess we're going. Ja. Quatschen hast du noch später Zeit. Papa muss erstmal hier ein paar Wege finden. So, okay. Alles klar. Ja, die hat, ich weiß, die hat uns da durchgeschickt, damit wir zum Boot gehen. Da muss ich auch da lang. Aber ich würde ganz gern jetzt irgendwie so ein bisschen hier diese Rätselreihen hier lösen. Das geht auch nicht. Darf ich das berühren? Oh, darf ich das so vorhauen? Kann ich nicht. Geht nicht. Okay. Tja, dann bleibt uns nichts anderes über, als erstmal hier lang zu gehen. Vielleicht können wir da später mit dem Boot hinfahren. Das wäre jetzt so mein einziger Hint, den ich noch habe. Da vorne ist ja das Boot. Würde Sinn machen.
Ja, wäre ich doch mal sofort zum Boot gegangen, dann hätte ich doch all diese Sachen hier holen können. Vorher habe ich noch Kisten gesagt. Aus Wut zertrümmere ich die Einrichtung der Hexe. So, hier, den kannst du auch vergessen. Das ist auch meins. Alles kaputt. So. Okay. Jetzt müssen wir ja natürlich normalerweise dort lang fahren. Wir drehen aber um. Ich will jetzt erstmal da hinten ein bisschen rumgucken. Erstmal, hier vorne war doch eine Kiste, ne? Da komme ich von dort nicht hin. So. Und dort komme ich auch nicht dahin. Komm mal gar nicht raus. Okay, da kann ich nirgendwo anlegen. Boah, ich bin der beste Bootfahrer auf diesem Planeten. Ich habe das Gefühl, ich crash jetzt schon alles. Ach, das sind Kristalle. Was für Kristalle? Ach, diese Dinger hier im Wasser. Oder was meinst du? Braunen Dinger. Ja, ja. Nee, ich kann hier nicht anlegen. Ich kann nichts machen, nicht anlegen. Das ärgert mich jetzt etwas. Ich hatte die Hoffnung, dass ich mir jetzt die Sachen da angucken kann. Vielleicht ist es aber auch so, ja, ich habe schon mal gelesen, hier, dass das God of War Spiel so ein bisschen Metroidvania-mäßig ist, dass ich erst mit anderen Fähigkeiten später hier nochmal zurückkommen kann. Weil ich finde tatsächlich jetzt nichts, wie ich sonst hier hinkommen könnte. Also gehen wir den Casual-Weg. Den man auch gehen soll. Story-mäßig zumindest. Aber da fahre ich doch hier raus! Das ärgert mich jetzt. Egal. Kriegen das Gelumper auch so durchgespielt. Cool. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea. Nee, Kratos hat einen fahren lassen. Also ein bisschen um die Ecken gucken, aber ist nirgends sowas. Ich will eben noch erst. Nee, ich guck erstmal hier rechts noch. Nee, da ist nix. That's right. Was ist mit Thor? Oh. Coolio. Did she speak of one who could feel no pain? Sieht nicht schlecht aus. That sounds like Baldur. Baldur. An Aesir god. Oh, das ist der, gegen den ich gekämpft habe. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Boah, hier ist es so weitläufig. Ich guck jetzt noch einmal erstmal hier rum an den Außenufern, ob ich hier noch irgendwo anlegen kann und irgendwas holen kann. Vielleicht komme ich aber auch von dort, gleich von der anderen Seite, nochmal hinten in diese Höhle rein. Ey, krass ist das denn hier? Das ist voll riesig und hier ist nix. Eine Unverschämtheit. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Prangere das an. So, dann gucken wir uns nochmal links um. In der Zwischenzeit kann ich mal was trinken. Bevor wir gleich auf diesen Leuchtturm oder was das da war zu schwimmen. Boah, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so weit weggesteuert bin von Thor. Nee, der rudert nicht mit, der ist faul. Der ist faul. Scheinbar eher nach der Mutter. Eine Schlange am Berg? Ey, du siehst Sachen? Wow, okay, ja, das sieht auf jeden Fall aus wie eine Schlange. Ist das Nidhogg? Okay. Oh, guck mal, hier ist auch schon die Schlangenhaut. Is that a wall? Nee. Made out of... What are those? Don't answer that. Das sind Schuppen, auf jeden Fall. Krass. Sieht schon nicht schlecht aus. Aber der Lümmel hat, glaube ich, keinen Bock auf uns gerade. Aber wir kommen dann auch von der Seite nicht in die Höhle rein. Aber ich gucke mir jetzt trotzdem mal hier noch so ein bisschen das Schlangenende an. Ja. Okay, gut. Dann reisen wir jetzt mal auf unser Ziel zu.
Ich verstehe nicht so ganz, warum es einmal das Ziel gibt und darunter gibt es noch einen Kreis oder soll das Osten sein? Ah, okay, es ist Osten, alles klar. Das macht natürlich Sinn. So, wir müssen hier auf dieses Leuchte-Moped zu, würde ich mal behaupten. Die leuchtende Statue untersuchen. Das machen wir doch jetzt. Müssen wir erstmal eine Anlegestelle hier finden. Kann ich hier... Ich kann halt keine Waffe einsetzen, sonst hätte ich jetzt gesagt, ah, das kann ich bestimmt hier wegpölen mit der Axt. Das geht aber nicht. Die Anlegestelle scheint dort zu sein. Achso, wir sollen nur die Runen uns anschauen. Nee, auch nicht. Okay, jetzt kann das auf einmal ausmachen. Ich habe nichts mehr gemacht. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Wiege der Welt. Throw our weapons into the water? Könnt ihr die Axt wieder rausziehen? Are you gonna do it? Bin ich mal gespannt. The axe did not return. Oh oh. Oh, die Schlange bewegt sich. Ich ein bisschen Gänsehaut gerade. Jörmungard, die Weltenschlange. Boah, die sieht echt fett aus. Eiter getränkt. Okay. Der Junge find's mega super. Sieht lecker aus. That was amazing. Wait, there's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped when the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. Die ist einfach lieb. Die weiß, dass wir nur gute Absichten haben. We'll be the first people to walk on it, who knows how long. Okay, ich will noch mal einmal kurz rumgucken. Ich habe gerade ganz viele Runen immer hier gesehen, mit denen man noch bestimmt irgendwas machen kann, bevor wir dorthin schwimmen, wo wir hin müssen. Ja, ja, Karte aktualisiert. Was willst du mir zeigen? Doc, okay. What's up, Doc? Doc. Okay. Alles klar. Ich will mal eben kurz erstmal gucken, was man hier machen kann. Ich kann ja meine Axt hier nicht ziehen auf dem Wasser, warum auch immer. Das geht leider nicht. Aber kann ich jetzt so vorschwimmen und dann macht das Bonk? Ja. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier auf jeden Fall noch öfter zurückkommen müssen. Und dann die verschiedenen Wege hier an den Statuen bestimmt anschauen müssen. Hier endet erstmal unsere Bootsfahrt. A very long time. Ha, ich hätte gedacht, dass man damit auch was machen könnte.
Ist kleiner. Bist ins Wasser gefallen? Ne. Ich hätte ja Bock, nochmal die Schlange zu treffen. Oh, da kommt eine Sequenz. Ah, ich dachte erst, ich müsste sofort übernehmen. Wer ist das? Das ist der Zwerg schon wieder. Also dieser typische Händlerzwerg, der dann immer da ist, wo man auch gerade ankommt. Die Statuen, meinst du, dass die kaputt gemacht werden müssen? What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. So, ich schätze mal, das ist ein guter Punkt. Ach, die Schlange. Ah, meinst du echt? Weiß nicht, ob man gegen die kämpfen muss unbedingt. So, ich gehe jetzt mal in seinen Shop hier, guck mir an, was er will und was er mir so gibt. Und danach machen wir für heute Feierabend. Ich finde, das ist doch ein guter Punkt, an dem man ein Päuschen hier machen kann. So, was ist los hier? Jetzt haben wir her. The pile of rocks there. With that key of Yggdrasil, damit kann ich diese blauen Sachen. A shortcut between the realms. If you ever see a mountain in the world, use it to get back to me quick. Okay. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path. Okay. Unless you want death. Yeah. I don't see us wanting that. So, Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt in Läden verfügbar. Armrüstung. Habe ich überhaupt schon irgendwas für die Arme? Hescher, Unterarmwickel, Wildschweinhaut, Armschienen. Beide gleich teuer. Stärke. Das eine macht nur Stärke, das andere macht nur Abwehr. Ich find ja Stärke immer ein bisschen geiler hier jetzt. Komm, das nehmen wir. So, die haben wir ausgerüstet. Hüftrüstung. Ey, was gibt's hier denn alles so? Sollen wir Atreus auch mal was holen? Kann ich wieder nicht. Schon wieder zu wenig. Leider, es tut mir leid. Toys R Us ist heute aus. Gibt's nicht. Hüftrüstung. Kann ich noch ein bisschen was für mich machen? Fischergürtel, Wildschweinhautgürtel. Kann man hier mal ein bisschen was zur Abwehr auch machen, ne? Hier, zack. Rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Okay, Waffenknäufe. Knäufe können an ihre Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni, je nach Vergehen im Kampf. Knäufe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Der gebogene Erholungsgriff. Und weniger Abklingzeit, Stärke geht hier noch mit dazu. Gebogener Rudengriff. Ich hätte gern was. Abklingzeit finde ich natürlich super. Glück. Okay. Was haben wir hier noch bei den Talismanen? Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Ja, ich habe ja schon einen. Des resoluten Schutzes und Talisman der resoluten Macht. Ich habe ja schon den, der mir immer so ein bisschen Energie zurückgeht. Den finde ich schon mal ganz gut. Den lasse ich erstmal. Was haben wir denn hier noch so? Verbessern. Klauenköcher. Tja, Kleiner, ich habe nicht genug Material für dich. Armrüstung. Wieder nur für mich. Habe ich doch schon gemacht. Achso, die kann ich noch verbessern dann da. Alles klar. Einen Bogen könnte ich noch verbessern. Was haben wir hier noch? Zauber. Wohl des Trotzes ein Zauber. Abklingzeit um 3 erholt. Wie kann ich diese Zauber einsetzen? Das hatten wir doch bis jetzt noch nicht. Und da kommt nichts dazu. Es gab immer Erklärungen. Jetzt bei jedem Fenster, was ich aufgemacht habe, bei Zauber kommt nichts. Ja, hätte er geholfen, hätte er was gekriegt. Das stimmt. Artefakte. Verlorene Spielsachen. Ja, klar.
Und verkauft den Rotz hier. I'm sure that's a load off your mind. Zack. Ja, ordentlich Hacksilber hier. Okay, das heißt, wir können jetzt auch mal die Rüstung für Atreus vielleicht ein bisschen ausrüsten. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass er auch mal was kriegt hier. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Wenn Atreus Gegner wirkt, nehmen diese mehr Schaden. Basis Ruhmgewand. Manchmal findet Atreus Heilungsgegenstände, wenn Kratos verletzt ist. Ne, wir nehmen das hier. So, Kleiner. Guck mal, kriegst du auch mal eine neue Rüstung. Sehr schön. Papa hat dir was Schönes gekauft. So, ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal damit auf. Und dann würde ich sagen, wir hören insgesamt heute auf. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es krass, dass wir immer noch bei Der Weg zum Berg sind, nach 2 Stunden jetzt wieder. Ja, bis zum nächsten Mal bei Monday Night Rock. Bis nächsten Montag würde das nämlich heißen. Am Mittwoch ist der Jörn nochmal dran. Soweit ich weiß, wird er endlich 1000-jährige Eier essen. Also richtig, richtig schön eklig. Und am Donnerstag gibt es keinen Örntag dieses Mal, weil da der gute Jörn selbst Geburtstag hat. Also denkt dran und gratuliert ihm. Und wir sehen uns dann nächsten Montag wieder mit einer Endzone und mit God of War. Macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao.